Ja, Leute, hier sind wir im Einsatz jetzt. Michi ist einmal losgefahren eben nach dem Kaffee. Und so haben wir uns das vorgestellt. Lasst da ruhig schön was dran. Macht das nicht zu stramm. Letztes Jahr sind wir einfach zu stramm rangefahren. Ja. Und dann bist du so schnell im Stamm drin. Arm da rein. Und dann, er ist auch eben wirklich schön gefahren. Ich habe eben auch noch ein Video gemacht. Er ist richtig schön langsam gefahren. So, das sieht doch wirklich gut aus. Da brauchst du nicht normal anlängst. Ja, du kannst mit diesem Gerät bis 8 km/h schneiden, aber was bringt dir das, wenn du das schief jagst? Ja. Du hast Zeit, fahr anderthalb. Guck mal, jetzt hast du hier, wenn du hier mal so an längs filmst, du hast ja richtig schön was abgenommen. Und wir wollen das ja auch gerne, dass der Windschutz die Dichte auch behält irgendwo. Ne? Und ihr seht das ja auch hier. Wenn ihr mal eine Neuanlage macht mit Windschutz, lass einfach den Hauptweg am Windschutz. Ihr habt Platz, du kannst dich richtig bewegen. Früher haben wir das auch gehabt, weißt du, wo wir den Windschutz weggenommen haben? Da war das doch einfach zu eng. Ja, dann hängt der Arm irgendwo. Ja. Und wenn du jetzt mit deinem Reifen immer da in eine Baumreihe hängst und da fallen bei jedem Baum 5 Äpfel runter, das ist doch... Ja, das ist auch scheiße. Nee, aber Leute, dies hier... Funktioniert wirklich gut. Funktioniert wirklich gut. Ja, und wenn du es selber hast, du hast ja auch Zeit dazu. Ja, das kommt jetzt hier nicht auf eine Stunde an. Wir haben das Gerät uns gekauft. Ist auch eine teure Investition gewesen, aber das soll eigentlich auch mit uns beiden aushalten. Ja, Leute. Und deswegen gehen wir da auch nicht mit auf Lohn. Ne? Wir haben das früher gehabt. Wie heißt die noch? Die 45er, die Heckenschere. HS. Oder ihr wisst schon, HSA, was ich meine. So. Ne? Schönes Moped. Und dann in der Hand. Und dann bist du erstmal hier unten längs gegangen. So. Und dann immer 20 Minuten und dann abwechseln. Ne? Ja. So. Und dann ging das hier oben los. Im Mostkübel, im Frontlader. Genau. Und dann da längs. Und dann geht das auch schon so manchmal los. Erstmal hast du Fliegen und Genocks da in. Dann machst du dich auch schon gegenseitig an. Das kannst du machen, wenn du da 200 Meter nur von hast. Aber nicht, das ist Lebensqualität hier mit dem Gerät. Ja. Also wirklich. Wir gucken uns das hier drüben nochmal an. Da ist die Wiese ja gerade gemäht worden. Vielleicht mähen wir diesen auch nochmal eben, dass wir da mal rüberfahren. Genauso wie oben. Das ist ja auch immer das Schöne. Der eine hat seinen Korn da jetzt weggenommen. Kannst mal eben auf dem Land fahren und mähst den von der anderen Seite ab. Ja. Ne? Ja. Und wenn du das jedes Jahr machst, hast du ja auch nie dickes Stammholz oder irgendwas. Ja, deswegen. Also wir mähen jetzt hier nur so eine Hecken mit dem Gerät. Und man kann da auch so dicke mit absägen, aber ungern, ne? Also wenn ich jetzt einen dicken absägen will und ihr seht und meinen Arm jetzt hier so rein, da muss die Säge gekröpft nach oben stehen. Du musst ihn ja von oben sägen. So sägst du ja auch mit der Motorsäge. Säg mal einen Ast ab und geh mal so mit der Motorsäge daran. Dann wisst ihr schon, was passiert. Es verklemmt. Ja. Du musst einen Ast ja von... Dass er weggeht. So wie er fällt. Und du kannst ihn nicht so durchschneiden. Wenn du ihn so durchschneidest, dann. Ja, da rutschen die Keile drin. Ja. Nee, aber für diesen Kram hier geht das gut, ne? Ja, der Hit ist ja auch in der Kommune, in der Landschaftspflege. Da findest du sowas überhaupt nicht. Warum findet man das da nicht? Weil die an Wegeränder, wo Spaziergänger, wo Verkehr ist. Ja, da geht eigentlich nur die Astschere, ne? Ja, wegen Fingermesser, ne? Ja. Es fliegt hier auch wirklich viel durch die Gegend. Es fliegt ja mal viel durch die Gegend. Du freust dich auch, dass du in der Kabine sitzt. Ja. Und auch, was man sagen muss, was hier alles für Insekten aus dem Busch rauskommen. Denn bist du ja nur am Klatschen, ne? Die ganzen Bremsen und was hier alles rauskommt. Ja, Blindfliegen sind schlimm bei uns geworden. Ja, denn also, das geht gar nicht. Ja, die kleinen Doppeldecker sind ja auch schon da, die mit dem anderen Muster auf die Flügel. Ja. Das ist so. Nee, super. Prima. Wirklich schönes Gerät. Schaut euch das mal an jetzt, das Video. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit der Drohne fliegen. Die GoPro versuchen da irgendwie mal ein Fest zu machen, dass wir mal ein schönes Video hinkriegen und dann... ja, und wenn ihr mal Fragen habt, schreibt einfach. In die Kommentare. Kein Problem. Und dann beantworten wir das. Das war erstmal ein Einblick schon. Prima. Vom LKR. Habt euch wohl. Bis dann. Myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continued to walk on by. It has been a year and now I'm living. And now I'm thinking, yeah.
wir haben Windschutz schneiden fertig. Ja, Michi hat ihn heute Mittag eben gewaschen, schön sauber gemacht. Ja, und der Kärcherreiniger, der zeigt da seine volle Wirkung. Ja, Mensch, du, und innen kamen wir wieder. Lass uns mal den Schutz abbauen. Und da sind Leute, das müsst ihr euch vorstellen, das sind so eine, die kannst du dann mit so einem Bit anfassen hier. Und letztes Jahr hatten wir den einmal runter. Und dann waren die so fest jetzt. Ja, und dann setzt du ihn an. Ja, gleich runter. Was bleibt dir anderes möglich? Du kannst ja jetzt nicht am Schutz da abflexen. Da geht gar nicht. Wie sieht das aus? So, und dann Loch bohren. Und dann mit diesem Gewindeprügel da rein. Wo du dann, ich kann das Teil auch zeigen, das kennen vielleicht auch viele, wo du dann noch vielleicht mit Glück die rausdrehen kannst. Aber hat funktioniert. Hat funktioniert. Aber wir haben uns schon angepisst hier. Eine müssen wir noch, die ist uns abgebrochen. Die ist hier drin, man sieht das jetzt hier auch noch. Guckt hier auch aus und die werden wir jetzt gleich noch mal eben aufbohren. Ja, aber Leute, wenn du so eine Maschine hast, dann willst du doch mal eben nach dem Keilriemen gucken. Wenn die 20 Stunden gelaufen hat und du stellst das Ding wieder in die Ecke, dann willst du es so haben, ne, dass es nächstes Jahr auch einsatzbereit ist. Ne? Eben nachgucken, auch sowas hier, sowas hing da noch in. Wir werden jetzt Sechskant-Kopfschrauben nehmen. Da gucken wir gleich mal, dass es auch mit dem Gewinde passt. Und dem reichen, wenn er 6 oder 8 Schrauben. Ja, hier sind 18 Stück drin gewesen von den Dingern. Und 8 hatten wir eben ab. Ja. Da schreist ja Hurra, ne? Wenn du dann die da alle raus so ist das. Prügeln darfst. Aber jetzt haben wir noch eine nach. Ja, sonst ist das hier echt einfach gehalten, ne? Die Keilriemen hier drauf. Das ist auch immer schöner. Hier fängt sich das, wenn das jetzt hier so feucht und siffig das ganze Jahr überstehen muss wird. Muss doch nicht sein, dass du hier mit einem vollen Höschen den ganzen Winter stehst. Nein, auch die Spanner, man kommt da gut ran. Aber das soll auch mal für die Firma Ekaya mal sein. Leute, ein bisschen andere Schrauben draufnehmen. Sonst sind wir ja zufrieden. Ja, aber, sonst wirklich schön, schönes Gerät. Da werden wir nicht die Einzigen sein, die sich da mal in die Augen gucken. Ja, Scheren hat sonst gut geklappt. Sind zweimal an längst gefahren. Also einmal erst den groben Schnitt vorweg und dann noch ein zweites Mal. Und das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen, denke ich, dafür. Das sieht wirklich gut aus. Ich habe heute schon mal ein bisschen gemulcht, ein bisschen gehäckselt da. Das sieht schier aus. Also es sieht vom Niveau so aus, als wenn wir es mit der Gartenschere hätten gemacht. Ja. Und so wollten wir das immer haben. Und da muss jeder seine Meinung finden. Will er ein Fingermähwerk haben oder will er Kreissäge haben? Ja, man kann hier natürlich auch wesentlich dickere noch mit abschneiden. Wir hatten da noch ein paar bei der neuen Fläche, die wir eben wegmachen mussten. Und dann geht da auch mal, wenn du langsam fährst, so 15, 20 Zentimeter geht. Also das kannst du jetzt nicht dauerhaft schneiden, aber... Du hast aber einen Fettbelag, diesen Harzbelag auf der Haube auch und alles. Ja. Es gibt ja auch diese Tüten, die du dir über die Haube stülpen kannst. Bloß der ganze Träger ist eingesudelt, die Mütze auch. Und der muss nur ordentlich gewaschen werden wieder. Das der ist muss ganz wichtig, gleich danach. Sonst hast du das da drauf. Dann brennt dir das in die Haube ein oder sonst was. Ja, wir sind an unserem Betrieb so 20 Stunden waren wir jetzt am Schneiden, kann man so sagen. 20 Stunden, wir haben es auch von der anderen Seite gemacht, richtig beherzigt. Es war gutes Wetter, wir konnten gut fahren. Ja, das war damals ja auch so die Überlegung, kaufen wir uns so ein Gerät, was so teuer ist. Aber wenn man das sich jetzt überlegt, meistens bist du auf Lohn bei so einem Huni, ne? Wenn du jetzt einen kommen lässt. Ja, beim Huni und in 5 Jahren ist er vielleicht auch bei 120. Ja. Und dann gibt es nicht viele davon, die das auf Lohn machen. Es ist auch keine schöne Arbeit. Keine schöne Arbeit. Du musst immer aufpassen, wenn du da drinnen sitzt. Ja. Das ist ja nicht so, als wenn ich mit meinem Mäher losfahre. Ja, wir haben uns dafür entschlossen, wir machen das nicht auf Lohn. Nee. Weil du kannst zu viel Bruch haben. Du gehst irgendwo rein. Ich weiß noch damals, wie du mit dem anderen, mit der Fliegelsäge mal losgefahren bist. Kurze Einweisung und dann war da so ein Ballermann, ne? Ja, du siehst es ja auch nicht. Und wir machen das hier zu Hause jetzt auch. Wir fahren 1,5 das erste Mal und 3 das zweite Mal dann an längst mit 3 km/h, weil wir haben die Zeit. Warum sollen wir da jetzt, wir können hier theoretisch 8 mitfahren, aber warum soll ich es machen? Wenn du dann einmal nicht aufpasst, dann ist das ganze Ding schief. Wir haben hier ja noch eine Sicherung drin, haben wir noch gar nicht gezeigt beim Anbauen. Papa kann das mal eben bewegen. Du hast so einen leichten Anfahrschutz, aber könnt ihr euch ja vorstellen, bei 8 km/h ist das auch nicht mehr viel Weg, ne? Ja, und das Schöne ist ja einfach, so wie gestern Nachmittag saßen wir da auch noch eben. Und da sagtest du, Mensch Papa, ich fahr nochmal los. Ich mach den Windschutz nochmal. Und dann reicht das ja auch. Wenn du mal 3 Stunden konstant oder 2 Stunden, du kannst dir das einteilen. Deswegen. Und so ein Ding hier, wenn ihr euch sowas mal gönnt oder ihr braucht das im Betrieb, das musst du über Jahre sehen. Genau. Das musst du siehst das ja, 20 Stunden mal 100 Euro, dann weißt du ja schon, wie viele Jahre du da... So ist es. So ist es. Bauen wir das ganze Ding mal ab. Ja, wir gucken mal eben nach den Schrauben. Morgen ich würde sagen, wir können ja mal einen kleinen Zeitraffer machen, wie wir hier so ein bisschen am Abbauen sind. Und dann hat sich das Windschutzscheren eigentlich so erledigt. Das war das Video dazu, ne? Ja, alles heile geblieben sonst. Ja, wirklich. Das ist immer wichtig. Das ist toll. Okay, also, bis dann.